Da ist wieder Kohle. Und wir machen wieder Licht hier. Ich muss echt immer daran denken, weil ich sehe hier ja noch was. Aber ich habe gesehen, wenn man die Videos gerendert hat, dann sind auch selbst so recht dunkle oder so halbdunkle Areale sind im Video fast schwarz. Also muss ich sehr viele Fackeln hier setzen. Pling, pling, pling. Was gibt's Schöneres als das Geräusch von Erfahrungspünktchen? Zumindest in Minecraft. Also mir fällt da nicht viel ein. Oh! Hört ihr das? Das klingt nach Höhle. Aber gleichzeitig höre ich hier oben auch Schafe. Das heißt, wir sind sowieso nur kurz überm, kurz unterm Boden. Was heißt Boden? Doch, Boden. Jetzt kombinieren wir nochmal unsere Eisenspitzhacken. So. Und nochmal Kohle. Ich überlege gerade, ob das mit der Köhlerei wirklich so eine gute Idee war. Wenn ich schaue, wie viel Kohle wir hier doch finden. Ohne jetzt gezielt danach zu suchen. Ich mache hier mal wieder Licht. So. So, weiter geht's. Aber ich glaube, außer Eisenkohle findet man auf dieser Höhe sowieso nichts Besonderes. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Redstone brauchen wir nicht, Gold brauchen wir nicht. Diamanten brauchen wir auch nicht. Zumindest wüsste ich nicht, wofür. Wieder Licht machen. Aber wir brauchen Steine, 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 Steine. Okay, laut Karte sind wir noch im Dorfgebiet. Das ist gut. Essen wir mal was. Und klopfen weiter. Und wieder Kohle. Ach, schön. Jetzt nehmen wir schon 20 Minuten auf, aber haben wahrscheinlich in den 20 Minuten mehr geschafft als in den letzten beiden Folgen, die wir aufgenommen hatten. Aber so Folgen, in denen man dann mal was zeigt, müssen ja auch sein. So, die noch. Vor allem, wenn so viel passiert ist. So. Und weiter geht's. Obwohl, hier mache ich besser noch eine Fackel rein. Man weiß ja nie, was da so alles spawnen könnte. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Nein, eigentlich ist Kies ganz praktisch, aber nicht, wenn es so beim Meinen kommt. Es hält immer furchtbar auf. Wir brauchen den Kies zwar, aber wir wollen ja auch relativ schnell relativ viele Sachen meinen. Und da ich natürlich auch nicht so klug war, mir eine Schaufel mitzunehmen. Ich vergesse die Schaufel übrigens jedes Mal, wenn ich in eine Höhle gehe. Jedes Mal denke ich dann, oh, du hättest vielleicht eine Schaufel mitnehmen können. Und jedes Mal denke ich mir, oh, beim nächsten Mal denkst du auch an eine Schaufel mitzunehmen. Und was nehme ich nicht mit? Eine Schaufel. Jetzt nicht über unsere Dorfgrenzen hinaus meinen. Deswegen muss ich oben jetzt. Das sollte man nicht machen. Deswegen muss ich jetzt ein Auge auf meinen, auf meine Karte da oben werfen.
Okay, hier ist wieder alles voller Kies. Fackel. Okay, weiter geht's. Ich denke, damit hätten wir dann auch das Ende des Dorfes erreicht. Das heißt, wir düsen mal schnell zurück. Dum-di-dum, dum-di-dum-di-dum, dum-di-dum-di-dum, hopp. Da machen wir mal ein Steinchen hin. Dum-di-dum-di-dum, dum-di-dum-di-dum, dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. So. Und jetzt machen wir hier einen Gang hin. Mal gucken, wie viel wir schon haben. Oh, guck mal. 1,5 Stacks Kohle. Stein könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. 18 Eisen. Dafür, dass wir nach Eisen gar nicht gesucht haben, ist das doch schon ganz gut. Bisschen Kies. Ja. Machen wir mal weiter. Und mein Kater jagt wieder seine imaginären Freunde. Ja, der hat auch so kaputte Schlafzeiten wie ich. So. Okay, den Gang kennen wir. Hier waren wir schon. Diese Zweierabstände bei den Gängen sind übrigens am effektivsten. Das liegt daran, dass ihr quasi keine Erze auf dieser Ebene verpasst. Weil, wenn ihr diesen Gang nehmt, könnt ihr ja von hier auf diese Schicht gucken. Wenn ihr den Gang nehmt, könnt ihr auf diese Schicht gucken. Das heißt, ihr übersieht keine Erze. Ich finde es dann immer ganz witzig, wenn Leute irgendwie farmen gehen und dann jede zweite Schicht mitnehmen. Das ist völlig sinnlos. Außer, dass man sehr viel mehr Materialverschleiß hat. So, machen wir da schon mal eine Fackel hin. Nehmen die Erde mit. Okay, erinnert mich dran. Beim nächsten Mal unbedingt eine Schaufel mitzunehmen. Da war noch Eisen. Freue ich mich ja drüber. Und weiter geht's. Hätten wir das hier mit Steinspitzhacken gemacht, dann wären wir wahrscheinlich ausgeflippt. Die gehen ja relativ schnell kaputt. Ja, bei sowas wünscht man sich dann seine Diamantspitzhacke zurück mit Effizienz 4, die man zu Hause in der Truhe liegen hat. Aber das ist ja immer so, man hat die Dinge, mit denen man effizient farmen kann, meistens dann, wenn man sowieso schon so viele Rohstoffe hat, dass man sie nicht mehr braucht. Okay, das ist jetzt die Kiesschicht von eben. Eine Fackel machen? Ja, kann ich. Und dann kombinieren wir nochmal die Spitzhacken. So. Und Kohle. Sehr schön. Weil wegen der hier sind wir ja ursprünglich auch hier hingekommen. Na, dann war das doch eine ganz gute Idee, hier hinzugehen. Dann haben wir nämlich Kohle und Stein gesammelt. Und beides brauchen wir ja in abartigen Mengen. So.
Moment, da ist der Gang, da geht's noch geradeaus. Haben wir jetzt noch eine Fackel hin? Da noch eine Fackel hin? Oh, da ist noch ein Steinchen. Komm her, kleiner Stein. Fackeln gehen uns auch langsam aus. Das heißt, es ist das Zeichen für uns gleich, dass wir wieder zurück müssen. Ich habe zwar jetzt noch, oh, guck mal. Auf der Karte, wir sind schon viel zu weit. So weit wollten wir gar nicht. Gut. Wir haben jetzt noch 4 Fackeln. Damit können wir auf keinen Fall noch einen weiteren Gang ausleuchten. Und deswegen gehen wir wieder nach Hause. Und laden unsere Reichtümer, die wir hier bekommen haben, da ab. Da ist ein Zombie. Ich höre das doch. Okay, und es wird immer lauter. Jetzt haben wir die Taschen voller guten Kram und suchen jetzt doch noch nach dem Zombie. Ja, vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes. Wir haben Eisen gefunden. Noch eine Fackel. Wir sind hier jetzt gerade direkt unter unserem Mobhaus. Das heißt, wir müssen hier sowieso ausleuchten, damit da mehr spawnen kann. Vielleicht ist der auch in unserem Mobhaus. Weiß man's? Weil die Lautstärke hier... Doch, hier wird's lauter. Aber... Ach, da! Ihr hört es, ihr seht es. Da unten. Ja, kein Wunder, dass dann in unserem Mobhaus nichts gespawnt ist. Direkt unterm Mobhaus ist da nämlich noch ein langer Gang. Okay. Darum kümmern... Hier ist ja auch nichts, wo die hoch könnten, oder? Darum kümmern wir uns dann, wenn wir unsere Taschen leer gemacht haben. Das erklärt, warum bei uns nichts gespawnt ist. Gut zu wissen. Ich dachte schon, ich wäre irgendwie blöd. So. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Und dann die Wolle weg. Der Tag hat uns wieder. Hopp, hopp. Und die Wolle wieder drauf. Damit niemand reinfällt und wir es aber wiederfinden. Mann, Mann, Mann. Unter unserem Dorf sind Dinge, von denen wir gar nichts wussten. Von denen ich mir auch nicht so sicher bin, ob wir es wissen wollten. Dorfbewohner gehen langsam alle schlafen und wir packen mal unser Eisen in den Ofen und unsere Steine. Ne, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Da. 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 Und da. Ach, ist das ein schönes Gefühl, wenn alle Öfen laufen. Dann machen wir hier in die Rohmaterialienkiste. Nein, kein Regen. So. Ich stelle mal den Sound ein bisschen leiser. So, Regen ist zwar schön und gut, aber wenn er so laut ist, dass ich nichts mehr... Dass ich mein eigenes Wort nicht mehr verstehe, dann ist er doof. Okay. Dann kann
kann ich hier wieder meinen Kram rausnehmen aus der Kiste, der da nichts verloren hat. Das machen wir in die Kiste links wieder rein. Mensch, da hat sich unsere Arbeit hier ganz gut gelohnt, ne?